knickt Mihojo nun doch ein von dem ganzen Druck? Ich glaube, die Antwort darauf ist ein bisschen. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video, Leute. Und zwar, ihr habt, vielleicht wart ihr heute schon in Game, wenn nicht. Es erwartet euch folgende E-Mail. Lieber Reisende, vielen Dank für deine fortwährende Unterstützung uns gegenüber. Okay, wir möchten unsere Dankbarkeit ausdrücken und dir daher dieses Dankeschön überreichen. Außerdem haben wir das Online-Konzert von Genshin Impact am 3. Oktober, habt ihr sicherlich schon von gehört, für die Reisenden vorbereitet und freuen uns darauf, dass ihr mal reinhört. Das ist ein Livestream, wo Genshin Impact Mucke von einem Orchester bla 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 gespielt wird. Möge Taylor dir auch in Zukunft Freude und Schönheit bereiten. Dazu 400 Primos und ein Free Gleiter. Und wir sehen, guckt mal hier oben, ein Dank an alle Reisenden, 1 von 4. Das heißt, da folgen noch 3 weitere, habe ich gerade so, ich wollte es so machen, so 3. Es folgen noch 3 weitere E-Mails dazu, mit weiteren Belohnungen anscheinend. So, und jetzt könnte man denken, okay, krass, es gibt doch Anniversary Rewards und keine Ahnung, sie haben uns erhört, weiß der Geier. Folgendes, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Hier in den Patch Notes, und ich glaube, das hatten die auch im Stream erzählt. Ich habe mir den Stream eben nochmal angeguckt. Ich habe es nicht gefunden. Natürlich nicht den gesamten Stream von 2.1, aber ich habe ein bisschen gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Aber vielleicht erinnert ihr euch, damals wurde im Zuge dieses Orchester-Events oder Streams wurde ein Paket angekündigt. Und das ist dieses hier. Neues Paket, Konzert der 1000 Klänge beim Händler. Erhalte nach dem Kauf des Pakets Konzert der 1000 Klänge das besondere Namenskärtchen. Deswegen denke ich, mit den nächsten E-Mails werden wir dieses Namenskärtchen bekommen. Die besondere Dekoration, prächtige Phrasen. Auch diese werden wir in einer der E-Mails bekommen. Und das ist, ich glaube, eine riesige Harfe, die man dann ins Housing reinstellen kann. Den besonderen Windgleiter, Flügel der herrlichen Klänge. Den haben wir direkt als allererstes bekommen. Und 1000 Urgestein. So. Von daher ist die Frage, ob es bei diesen 1000 Urgestein bleiben wird bei den 4 E-Mails. Ich könnte mir vorstellen, dass wir pro E-Mail 400 Primos bekommen und dann kommen wir genau auf 1600, das ist ein 10er Pull. So, das heißt, dadurch, dass dieses Paket eh gerade gestorben ist, können die hier jetzt wieder verändern an dem Inhalt, was sie wollen. Also ich denke nicht, dass es bei diesen 1000 Primos bleiben wird. Ich kann mir vorstellen, pro Mail 400 Primos, dazu diese Dinge. Das würde aber bedeuten, wir haben jetzt den Windgleiter schon bekommen, wir werden das Namenskärtchen bekommen, wir werden dieses Ding bekommen. Was bekommen wir am letzten Tag? Oder bekommen wir davor noch irgendwas anderes? Da bin ich mal sehr gespannt. Die scheinen dieses Paket einfach in 4 Dinge auf oder in 4 Teile aufgeteilt zu haben. Sicherlich aufgrund des ganzen Hates aktuell, denn ihr könnt euch vorstellen, was los wäre, wenn die jetzt sagen, ey Leute, am Sonntag ist unser Konzert und dafür haben wir ein Paket im Shop online gestellt und das kostet irgendwie umgerechnet 30 Euro oder so, weil ich bin der Meinung, ich könnte schwören, wir hatten damals im Stream darüber geredet, wir haben es nachgerechnet, die Schöpfungskristalle, Anzahl oder irgendwie sowas, was man gebraucht hätte, um es zu kaufen und das waren, ich glaube, es waren um die 30 Euro. Ich will meine Hand dafür nicht mehr ins Feuer legen, aber es ist so das, was noch so ganz weit hinten in meinem Kopf lauert. Vielleicht wisst ihr es, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und 30 Euro, als ich das gesehen habe, dachte ich, für dieses Pack ist viel, viel, viel zu viel. Und stellt euch vor, dieses Pack wäre jetzt released worden, genauso in dieser Art und Weise, mit diesem Content und nochmal 30 Euro on top. Die Leute werden noch weiter eskaliert. Die sind aktuell schon dran, wo ich mir denke, kann es eigentlich noch mehr werden? Und die Antwort darauf ist immer nur ja von der Community. Und von daher, Mihojo hat hier aus meiner Sicht sehr, sehr schlau reagiert, diese Dinge hier kostenlos rauszuhauen. Was ich kritisieren muss an der Stelle, ist einfach, dass die nicht mit uns reden. Weil als Beispiel, ich wüsste jetzt nicht, ob jemand, der jetzt neu mit dem Game anfängt, diese E-Mail auch bekommt. Vielleicht erstellt einer von euch einen neuen Account oder so und kann mir das beantworten. Weil oft ist es ja so, dass solche Belohnungen immer erst ab AR5, AR10, bla bla bla, AR15 und so weiter immer erst gelten. Das wissen wir aktuell gar nicht, weil die nicht mit uns reden. Und das finde ich ein bisschen schade, dass die nicht so wirklich auf die Dinge eingehen. Die schweigen alles so ein bisschen tot. Auch das kam jetzt einfach über Nacht super, super, super spontan. So, die haben nicht angekündigt, dass da was kommt. Gut, kann man auch sagen, okay, das war eine Überraschung. Überraschung finden wir auch cool. Aktuell braucht die Community aber, glaube ich, sehr, sehr viel Transparenz, damit die wissen, was Mihojo vorhat und damit die ein bisschen besänftigt werden. Ich glaube, das wäre ein bisschen angebrachter. Aber ansonsten, Überraschung finde ich richtig geil. Aber die Situation und die Laune aktuell ist wirklich nicht gut. Und ich muss zugeben, mich als Content Creator bedrückt das auch sehr.
weil man halt wirklich tagtäglich damit konfrontiert wird, weil die Leute einen Fragen stellen und fragen, hey, wie findest du dies, findest du das? Und ich persönlich halt nicht so eingestellt bin, dass ich es liebe, halt permanent irgendwie rumzuhaten oder so. Und deswegen bedrückt mich das schon sehr. Und ich hoffe, dass wir bald mal in ruhigere Fahrgewässer kommen mit miHoYo und mit Genshin. Denn ja, ich mag es, wenn Entwicklerstudios und die Community Hand in Hand gehen und nicht gegeneinander kämpfen. Und aktuell ist es eher ein Kampf. Und da können sicherlich beide Seiten etwas für. Und ich weiß nicht, wie findet ihr das, dass das Paket jetzt halt kostenlos ist, dass wir es anscheinend aufgeteilt bekommen in 4 E-Mails, dass wir, also ich finde es natürlich gut, weil ihr wisst ja, mehr ist immer besser, habe ich ja letztens schon gesagt in einem meiner Videos und von daher, lass uns mal schauen, was die nächsten Tage passiert. Auf jeden Fall finde ich es sehr interessant, wie miHoYo hier jetzt reagiert hat und einfach so still und heimlich, Ninja-mäßig hier die Geschichte zu releasen. Wie gesagt, lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, wie ihr darüber denkt, wie ihr es findet. Und dann Leute, nicht vergessen, am Sonntag sind wir wieder live um 14 Uhr spätestens. Um 14 Uhr geht der Stream schon los, also werden wir natürlich ein bisschen eher live gehen. Und schauen uns an den 2.2-Stream gemeinsam an auf meinem Twitch-Kanal. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns aber auch noch vielleicht morgen in meinem Stream, Freitagabend ab 20 Uhr ebenfalls auf Twitch. Und ja, bis dahin, macht's einfach nur gut.